Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NS19 Stamper. Wie ihr seht, das Wetter ist auf jeden Fall besser geworden, sind auch ein paar Wochen vergangen, seitdem ich die letzte Mal die Kamera mitgenommen habe. Ich habe hier unten am Sägewerk ein bisschen klar Schiff gemacht soweit. Hier auch schon ein bisschen was auf dem LKW geladen, das was verkauft werden muss. Wir haben hier Bretter produziert ohne Ende. Seht ihr hier schon, muss nur noch verräumt werden. Die Balken, die haben wir aktuell auch bloß hier runtergeschoben. Die müssen auch noch aufgeräumt werden. Dass wir einfach mal ein bisschen das Lager hier hinten Baumstämme leer kriegen. Wir müssen da auch nach Nachschub schauen. Rindenmulch und Hackschüsse sind dabei auch einiges angefallen. Muss dann natürlich auch alles umgeschichtet werden. Die Palettenproduktion muss wieder bestückt werden und. Aber das machen meine Jungs und ich nebenbei. Ich habe nämlich einen Anruf jetzt bekommen von der Baufirma. Ich muss ja auch sagen, ich weiß ja schon ein bisschen mehr wie ihr. Ich musste ja auch immer wieder hoch zu den Kühen sie versorgen. Deswegen habe ich auch ein bisschen den Baufortschritt mitbekommen. Wir sind jetzt auch schon im Februar. Kann man sagen, so Mitte Februar. Und es ist einiges oben passiert. Die Baufirma hat ziemlich früh wieder anfangen können zu arbeiten, weil der Winter ziemlich schnell vorbei war. Und nicht sehr kalt. Ist auch sehr vorteilhaft. Für uns sind die Temperaturen jetzt auch optimal, um mit den Feldern loszulegen, was wir auch dringend müssen. Nicht, dass wir wieder das gleiche Problem haben wie letztes Jahr. Dass uns die ganze Ernte hops geht. Was ist denn hier passiert? Achso, mein Gott, der Fische. Ja, da müssen wir auch pflügen. Mal schauen, ob wir es hier dieses Jahr nochmal probieren mit den Kartoffeln. Oder nicht. Aber ich muss ja fast. Wir haben die ganze Technik gekauft, deswegen sollten wir es echt nochmal versuchen. Die Wiesen sind sowieso bereit. Und ihr seht schon, schaut mal hier rüber. Da seht ihr schon den ersten Teil von unserem Hof. Oh, hier jetzt auch ein bisschen ausgespült, wie es ausschaut. Boah, das sollten wir vielleicht mal aufschütten. Aber die Wiesen wachsen auch super. Das ist schon mal schön. Aber wichtig ist jetzt erstmal wirklich unsere Felder, dass wir die neu bestellen können. Wir haben auch hier, haben wir ja auch gesagt, richten wir her für, ich glaube auch Kartoffeln wollten wir hier drauf machen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber da müssen wir halt nachher nochmal nachschauen. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Komm, da fahren wir noch vor dem raus. Na, da seht ihr schon was. Bin sehr gespannt, ob euch das auch taugt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Hof, muss ich echt sagen, was wir gemacht haben. Richtig genial. Wir fahren jetzt erstmal hier schnell an die Seite hin und dann gehen wir mal ein bisschen durch. So, ihr wisst ja, unser Kuhstall kennt er ja noch alles. Und das ist unser neues Bauernhaus. Ja, ich habe euch ein bisschen auf die Schippe genommen mit dem Graben, was hier drin war. Wegen dem Pool und sowas. Aber nee, es sollte natürlich praktisch sein für uns. Wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen den Baum ausschneiden. Aber wir haben hier oben extra in der Scheune Platz gemacht für Heu und Stroh. Können hier natürlich auch runtergehen, haben da oben noch jede Menge Lagerfläche, wo wir Ballen oder was hochpacken können. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen, weil wir haben hier aktuell keinen Frontlader, der da hochkommen könnte. Aber für die Zukunft, unsere Maschinen vom alten Hof haben wir auch schon hochgefahren. Aber da habe ich euch jetzt nicht extra mitgenommen, Maschinen hin und her zu fahren. Hier haben wir auch die Gebläse, wo wir das dann schön hier unten wieder in unsere Anhänger verladen können. Zwei Tore. Hier steht auch unser schöner Klaas. Kann man natürlich hier auch auf und zu machen. Ich habe es jetzt bloß offen gehabt. Dann haben wir hier zwei Schüttguthallen oder Schüttgutbereiche, wo wir vielleicht mal Zuckerrüben oder Getreidesorten reinschütten können, weil wir ja kein Silo haben. Und die Baumaschinen stehen immer noch hier.
Dann seht ihr natürlich hier unser kompletten Wohnbereich. Wir hätten zwar oben Platz, um eine Wohnung fest zu vermieten oder eventuell doch ein, zwei Zimmer zu vermieten, aber wir sind aktuell auf dem Stand, beziehungsweise ich, dass wir gar nicht vermieten werden. Wir haben einfach unser Wohnhaus hier drin und gut ist. Oh, unsere Liegestühle sind auch schon draußen. Gehen wir mal rum um das Ganze. Wir haben hier halt überall die Eingänge, dass wir hier auch direkt von der Werkstatt hier reinkommen, vorne vom Haus raus. Drüben mit dem Gartenschlauch, dass wir Schuhe abspritzen können, alles. Alles schön durchdacht. Hier natürlich mein kleiner Hobbybereich. Sind noch ein paar Bretter übrig vom Bau. Und hier seht ihr auch nochmal meine Lieblingssessel. Der Rasenmäher ist da, Spaten, alles mit hier drin. Dass man halt mal ordentlich hier das Werkzeug verstauen kann. Auch der Laubbläser, Freischneider braucht man natürlich alles auf dem Hof. Erst haben wir gedacht, wir machen hinten einen Zaun hin, aber ich glaube, mit dem Gebüsch, das reicht erstmal so. Würde ich behaupten. Sehen wir ja dann. So, warte mal, machen wir mal hier zu. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Bereich. Da haben wir aktuell die Presse reingestellt. Können wir auch ein paar Sachen lagern. Ist quasi die Rückseite von dem Bereich, wo ich gesagt habe, wo wir das Getreide reinbringen können. Aber so hat die auch ihren Platz. Hier die hintere Ausfahrt von unserem Lager. Da können wir nämlich dann hier vorne direkt rausfahren. Ein kleiner Fußweg, wo hier noch hinten rumgeht, wo man halt auch hier unten durchfahren kann und ein paar Maschinen vielleicht abstellen. Ist auf jeden Fall richtig schön geworden, finde ich persönlich. Bin gespannt auf eure Meinung. Und ich bin echt froh, dass wir jetzt alles hier oben haben. Wir haben die Kühe, wir haben unseren Hof hier oben, wir haben die Maschinen hier. Nur eins steht noch unten, ist der Hänger mit dem Balkenmäher und den Anbaugeräten für unseren Avant. Den muss ich noch holen. Aber das kann ich auch nebenbei mal machen. Hier wird vielleicht noch eine kleine Grünfläche entstehen, wo man vielleicht mal eine Schaukel hin tun kann. Eventuell für Kinder. Falls wir welche haben sollten. Aber ihr habt bestimmt gedacht, dass da hinten ist die Hauptwerkstatt. Nein, ist nur mein Hobbybereich, wo wirklich meine Maschinen und ich mein Kleinkram machen kann. Wenn ich mal Zeit habe. Und hier haben wir natürlich auch viel Geld sparen können durch die ganze Bretterverschalung und das ganze Zeug. Die Bretter sind alles von uns selber, vom Sägewerk. Die Balken sind von uns aus dem Sägewerk. Die Lattung. Also wir haben da doch einiges sparen können, muss man sagen. Nur ganze Mauerwerk und alles ist halt leider so, müssen wir zukaufen und die Stunden der Leute natürlich auch. Aber sonst mit dem eigenen Sägewerk konnte man natürlich hier ziemlich viel Material dran schaffen. Und teilweise haben unsere Jungs auch mitgeholfen vom Sägewerk. Auch hier bei der Werkstatt zum Beispiel. Haben wir hier nämlich einen Unterstand extra noch gemacht für den Wender und für den Schwader. Haben da oben auch noch einen kleinen Bereich, wo wir was, oben draufräumen können, wenn wir möchten. Ersatzteile oder sowas. Dann habe ich hier auch noch ein schönes großes Tor hingemacht, wo unser Bührer drin steht. Mit unserem Tiefenlockerer. Den werden wir auch ziemlich bald brauchen, gehe ich davon aus. Müssen wir mal die Felderbestandsaufnahme machen. Ist halt auch bloß eine kleine Werkstatt. Mit dem Glas. Naja, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Da habe ich nicht dran gedacht, ob wir da ganz reinkommen. Glaube ich zwar nicht, aber okay. Sonst Kuhstall kennt er ja noch. Dann haben wir hier noch ein bisschen umgeräumt hier drin. Die Erntemaschinen und Kartoffeltechnik ist hier. Dann haben wir hier unseren schönen Schneefräse mit reingepackt. Hier ist das Striegel und das Mähwerk. Haben wir auch noch einen Schuppen mit dazu gebaut. Brennholz, von was von unten noch war, ist natürlich auch alles mit hochgekommen. Und dann seht ihr auch hier, war ja vorher schon die ganzen Ballen und alles. Der Kartoffelkeller, der Hänger steht auch noch draußen. Muss mir noch was überlegen, ob wir für den nicht auch noch eine Überdachung haben. Der Laden an sich und dieser Container hier, sobald der Innenausbau komplett fertig ist, weil es ist jetzt von außen soweit. Innen drin fehlt noch einiges, die neue Küche fehlt noch und. Und wenn das dann soweit ist, kommt dieser Container hier weg. Und dann wird wahrscheinlich hier
an diese Stelle des Containers eine kleine Mischfutteranlage hinkommen, dass wir das bestmögliche Futter für unsere Tiere bereitstellen können. Dass ich den Baum hier habe ich immer noch nicht weggekriegt. Der wird jetzt dann auch hier zusammengeschnitten direkt für Brennholz und kommt dann rüber ans Haus. Da ist ja auch noch ein bisschen Platz. Stuppenfräse, die muss auch sauber gemacht werden. Aber es ist so langsam, geht es in die richtige Richtung. Hier muss ich natürlich auch noch zusammenkehren. Ich sag ja, so viel Arbeit und doch nicht alles gemacht. Aber sonst sind wir hier schon in den Vorbereitungen. Das für den Laden, dass wir den eröffnen können. Wir haben auch gesagt, wir bieten vielleicht Café to go an und sowas. Müssen wir mal gucken, was alles kommt. Dass hier ein bisschen Geld reinkommt. Natürlich unsere Obstbäume müssen wir auch noch versorgen. Aber wichtig ist jetzt wirklich als allererstes, dass wir auf unsere Felder gehen. Und dann machen wir mal kurz unser Tablet an. Und gucken mal, wie es um unsere Felder steht. So, warte mal. Genau, die sind alle am Ende. Wir müssen tiefen lockern, die 5 und die 7. Da könnten wir eigentlich theoretisch gleich mit dem Bührer raus, oder? Können bei der 5 anfangen. Ich will nämlich, irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir diese drei Felder zusammenlegen dieses Jahr. Und auf das komplette Feld ein und dieselbe Frucht pflanzen. Da haben wir unser Klee und unser Gras. Dann haben wir hier die Kartoffeln. Würde ich dieses Jahr nochmal versuchen, hier den ganzen Schlag zu machen und den kleinen hier oben. Geplant wäre noch vielleicht nochmal ein Feld dazu zu kaufen, wo wir eine andere Frucht drauf haben, aber... Oder wir machen die 5 und die 6 zusammen und die 7 separat. Das wäre auch eine Idee. Machen wir so. 5 und 6 wird ein Feld und die 7 wird separat. Dass wir zwei verschiedene Fruchtsorten haben, dass wir bei einem eventuell neuen Ausfall gewappnet sind. Weil das haben wir ja festgestellt, kann jederzeit passieren. Deswegen würde ich sagen, der Hofrundgang sind wir nicht. Warum haben die hier gepflastert? Warum hat man hier gepflastert? Da muss ich nochmal nachfragen. Das war nämlich nicht so gedacht. Na, dann schauen wir noch schnell zur BGA und dann geht's los auf den Feldern. Da steht noch das ganze andere Material, was noch übrig ist, was man noch braucht. Da steht noch der Schneidwerkswagen und das Maisgebiss vom Häcksler. Muss dann natürlich in Zukunft auch in der Halle. Die Filteranlage, da müssen wir vielleicht auch neue Filter reinpacken. Dieses Jahr. Mist haben wir ja natürlich auch da. Da ist noch der Hänger unterwegs. Der Miststreuer ist hier drüben rangekommen. Hier ist noch die Sämaschine drunter. Wir müssen hier auch noch mal ein bisschen bestücken. Und wir müssen dieses Jahr auf jeden Fall schauen, dass wir Nachschub kriegen. Weil die Silage hier wird uns nicht lange reichen, habe ich das Gefühl. Gut, Gülle haben wir auch noch, wo wir mit versetzen können. Aber ich glaube, das muss dieses Jahr richtig gut laufen. Dass wir alle Zweige am Laufen haben. Aber jetzt geht es erstmal ab aufs Feld. Und ein bisschen tiefen lockern. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und dieses Mal mit dem Bührer direkt. Ist Bombenwetter. Wäre es ja schwachsinnig, wenn wir es nicht machen, oder? So, mein Kleiner. So, schauen wir mal, ob er anspringt, mein Guter. Na, probieren wir es nochmal. Was hat er denn? Ah, warte mal. Nö. Alles gut, ich habe auch keinen separaten Hahn zuzumachen. Ah, jetzt haben wir. Ja gut, der ist auch eine Weile gestanden, also was soll's. So, dann fahren wir mal hier vorsichtig raus. Ah, schönes Gerät. Der macht Spaß. Juhu. Wir hätten jetzt eigentlich auch ein bisschen warm laufen lassen können. Aber wir sollten eigentlich so schnell wie möglich loslegen. Jetzt schauen wir mal, was auf hier einer kommt. Nope.
Schreiner auch unterwegs. Wow. Ja, bräuchten wir vielleicht ein bisschen Gewicht? Ja, das probieren wir jetzt. Mhm. Bei den Luft doch ein bisschen. Ja, der ist gerade aktuell nicht da. So, da kriegt ihr auf jeden Fall ein bisschen die Drohne. Seht ihr ein bisschen mehr. Und dann gehen wir hier mal durch. Oh ja, oh doch, das geht sogar sehr gut. Das macht unser Bürger ganz gut. Ziehen wir jetzt einfach mal hier geradeaus durch. Ja doch, er hat schon ein bisschen zu kämpfen, aber es macht Spaß. So, da müssen wir noch mal gucken. Ob wir den jetzt hier gleich mitnehmen, den grünen Streifen. Ne, nehmen wir nicht mit. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir den grünen Streifen nicht mit einem Hiefenlockerer bearbeiten werden. Wenn wir das vielleicht doch unterziehen würden. Das erste Mal, dass es richtig gut umgelegt ist. Da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ob es mit dem Tiefenlockerer reichen würde. Oder ob man das wirklich eher mit einem Flug umlegen soll, mit einem Streifen. Aber ich glaube, ich tendiere eher zum Flug. Was der meint. Aber da haben wir jetzt heute erstmal einiges zu tun, bis wir diese Felder umgelegt haben. Dann sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir ein bisschen Mist einarbeiten können. Wir haben ja ein bisschen was auf Lager, bevor wir es in die PGA werfen, können wir es eigentlich auch auf die Felder bringen. Außer wir schauen wirklich nach einem Dünnefass für uns mit Schleppschlauchsystem und Verbänder. Dann könnten wir eigentlich die Gärreste aufs Feld bringen. Das wäre doch, glaube ich, wirtschaftlicher für uns. Aber das müssen wir jetzt auch in der nächsten Zeit machen. Wir dürfen es ja bloß bodennah ausbringen. Und kalken tun wir erst nächstes Jahr wieder. Das bräuchte man dieses Jahr nochmal nicht. Was, da fahre ich jetzt hier oben auch einmal entlang. Dann kann ich da ein bisschen besser wenden. So. Schaut doch wieder Bombe aus. Schöne Reinfahrt. Ich hoffe natürlich wirklich, dass die Ernte dann dieses Jahr besser läuft. Dass das Geld wieder reinkommt. Aber ihr könnt mir ja auch mal Tipps reinschreiben, was ich letztes Jahr falsch gemacht habe. Wie gesagt, wir müssen uns so rantasten. Ich bin kein gelernter Landwirt, sondern eher, wie gesagt, Quereinsteiger, weil ich Bock auf Landwirtschaft hatte. Und man hat ja doch schon einiges gemacht. Auch mit der BGA und mit dem Sägewerk. Das sind schon Sachen, wir müssen uns halt viele Sachen konzentrieren. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir uns wirklich nur auf eine Sache konzentrieren sollen, aber es fällt mir halt wirklich schwer, irgendeinen Bereich aufzugeben, weil, ich sag mal so, die Landwirtschaft hier oben möchte ich eigentlich gar nicht aufgeben. Und das Sägewerk ist halt mein Erbe und ich weiß nicht, ob das so geil wäre, das aufzugeben. Schreibt mir doch da gerne mal die Meinungen, was ihr sagen würdet, was man tun sollte, weil ich sag, es ist viel zu tun. Alles im Gleichen haben, klar, wir haben Mitarbeiter im Sägewerk, aber
es ist halt doch auf Dauer sehr viel, was auf uns zukommt. Klar, im Winter haben wir nur die Tiere zu versorgen und sonst eigentlich nichts, da ist das Sägewerk Bombe. Aber im Sommer kommen wir halt fast nicht dazu, im Sägewerk irgendwas zu tun, weil uns da voll die Landwirtschaft einspannt. Aber da bin ich gespannt, was ihr macht. Aber da würde ich sagen, ich werde hier ein bisschen weiter tiefen lockern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bin gespannt, was ihr so für Ideen habt, wie es hier weitergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euch einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao.